Geschichte. Grotte. Auch wenn ich stinksauer bin, dass du noch am Leben bist. Das ist ein besonderer Ort. Hoffentlich gefällt er dir genauso gut wie mir. Hoffentlich findest du hier auch deine letzte Ruhe. Finde die Schlüssel. Finde die Schlüssel. Finde die Schlüssel. Geh nochmal. Das ist der erste Schlüssel. Finde den nächsten Schlüssel. Daraus wird nichts. Du hast die Schlüssel. Jetzt auf zur Gruft. Triff dich mit deiner Gruppe vor dem Eingang zur Gruft. In dem Sommer machten wir uns auf eine Reise, die unser Leben für immer verändern würde. Die Nerds von damals würden endlich Anerkennung finden. Als Knochenhaufen in einer Gruft. Dann folgt der Titel des Monsterreichs und der Soundtrack wird verbastet. Eine Geheimtür gefunden. Plötzlich wussten wir, dass die schrecklichen Lagerfeuergeschichten von damals wahr waren. Tief in der Grotte lagen die Monster auf der Lauer. Sog, Düsternis, Flut, Woge. Vier legendäre Monster, die sich angeblich an Eindringlingen wie uns lagen und ihre hilflosen Opfer in die Tiefe zerrten. Wir dachten nicht mehr an die Schlüssel, die wir in der Grotte gefunden haben. Kann dich sehen, Ekelvieh! Komm nur her!
Überleg dir nochmal. Dich immer tiefer. Beim Anblick des Schiffs mussten wir plötzlich an Seeleute denken, die übers Meer schippern. Und raue Kapitäne, die unter der schwarzen Piratenflagge segeln. Doch selbst in diesem Moment wurden wir das Gefühl nicht los, dass jemand oder eher etwas ziemlich ungewöhnlich war, dass wir noch lebten. War uns denn nicht bewusst, dass wir nicht willkommen waren? Niemand von uns wusste, warum wir unsere gefährliche Reise in die Tiefen der Grotte fortsetzen. Ich war kein Depp. Ich wusste, dass man eine verzauberte Statue nur einmal benutzen konnte. So eine Statue hatte ich noch nie zuvor gesehen. Seht mal lebendig aus! Gefürchtete Trollfalle. Und wir waren ihre neuesten Opfer. Die Kugel kannst du behalten. Begleichen wir ein paar Rechnungen. Komm schon, das wird lustig. Unseren Abstieg fort. Thank you.
Zäune zu flicken. Ein schwebender Schildvogel? Überleg's dir nochmal. Wir gingen weiter ins Unbekannte. Wir legen einen Riegel vor. Nix da. Nachdem wir eines der Grottenmonster besiegt hatten, schoss eine Wasserfontäne aus dem Boden. Seht mal lebendig aus! Schießen wir die Trommel! Nein! Daraus wird nichts! Zum Feiern. Denn wir wussten, da draußen wartet eine Gruft mit noch größeren Qualen auf uns. Eine Gruft, die wir realistisch betrachtet niemals überleben würden. Wir konnten es nicht fassen. Wir hatten die Grotte überlebt. Wenn wir zu Hause ankommen würden, würde man uns als wahre Helden fühlen. Werft die Basis!